Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir einmal versuchen, in den Türgriffmulden Kratzer zu entfernen. Jeder kennt das, durch Fingernägel, Ringe etc. Immer wieder, wenn man die Tür öffnet, da kommt man immer da dran und es bilden sich mit der Zeit immer ganz viele feine Kratzer. Dafür werden wir den Nigrin-Kratzerentferner in Schwarz nehmen. Wir haben ein schwarzes Fahrzeug. Den gibt es auch neutral oder für silberne Fahrzeuge. Ich habe jetzt einfach das hier für schwarze Fahrzeuge. Und damit werden wir versuchen, wie weit oder wie gut wir die Kratzer auch wegbekommen. Ja, damit wir hier ein bisschen besser drankommen, baue ich als erstes den Türgriff ab. Das ist dann alles ein bisschen angenehmer und dann zeige ich euch mal, wie das hier drin genau aussieht. So, hier kann man ganz gut sehen, wie verkratzt diese Türgriffmulde ist. Wir werden jetzt dann mal schauen, wie wir mit dem Kratzerentferner, beziehungsweise welches Ergebnis wir mit dem Kratzerentferner erzielen können. So, zum Auftragen benutze ich einfach so ein Schaumstoffpad. Ja, die sind gut, um auch ein Auto mit Wachs zu behandeln, um das einmal alles einzureiben. Ich benutze das hier für die Politur. So, nehmen wir mal so einen haselnussgroßen Tropfen und polieren das Ganze jetzt einmal ein. So, wie man sieht, ja, es ist halt schwarz. Deswegen färbt das alles so ein bisschen ab hier. Wir lassen es einmal kurz einwirken. So, und jetzt werden wir einmal mit dem Mikrofasertuch drüber gehen und die Reste einmal entfernen und schauen uns dann das Ergebnis einmal an. So, das Ergebnis ist schon mal ganz gut, aber ich würde sagen, ich gehe noch einmal drüber. So, noch einmal abwischen. So, und jetzt schaut euch das Ergebnis mal selber an. Also wir haben hier immer noch viele kleine, feine Kratzer. Hier oben sieht es besser aus. Ja gut, was soll ich dazu sagen, ne? Ich würde sagen, ich baue den Türgriff aber jetzt erstmal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde euch gleich nochmal ein Vorher-Nachher-Bild einblenden, damit man das genauer vergleichen kann, inwieweit jetzt wirklich die Kratzer weniger geworden sind, inwieweit der Lack besser geworden ist. Meine Meinung zu dem Produkt ist, es ist in Ordnung. Also es hat mich jetzt nicht irgendwie geflasht oder so. Ein bisschen schöner sieht es ja aus, muss man schon sagen. Von daher kann ich sag mal so, ich kann es nicht uneingeschränkt weiterempfehlen, aber jeder sollte natürlich seine eigenen Erfahrungen damit machen. Vielleicht, wenn ich das mit einer Maschine gemacht hätte, würde das am Ende besser aussehen. Ich weiß es nicht. Per Hand mal gucken, ne, ist natürlich immer ein Unterschied, ob man per Hand oder mit Maschine poliert. Ich werde das jetzt irgendwann nochmal mit einer Maschine wohl probieren, weil mich das jetzt nicht ganz in Ruhe lässt. Aber dann werdet ihr auf jeden Fall davon erfahren. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, hier könnt ihr mich abonnieren. Da gibt es meine nächsten Videos. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.